Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crescent Castle. Es ist einiges passiert, aber mein Skin ist immer noch nicht da. Aber es ist wirklich einiges passiert und ich habe nicht alles davon aufgenommen, was ich gemacht habe. Also erstmal habe ich das Gefühl, dass ich sehr viel produktiver bin, wenn ich nicht aufnehme, als wenn ich aufnehme. Und ja, es ist einiges passiert. Also ich glaube, bis zum letzten Mal war die Burgmauer bis hier oder so. Und jetzt ist sie ein kleines Stückchen weiter. Ich habe nur ganz minimal weitergebaut. Und ich glaube, ich möchte diese Folge einfach mal zeigen, was ich gebaut habe. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich das, was ich aufgenommen habe, einfach als eine Timelapse hinten dran schneide, aber es ist auch doof, ne? Naja, das überlege ich später mal. Jedenfalls habe ich sehr, sehr viel weitergebaut, wie man unschwer erkennen kann. Und wir gehen mal ganz kurz in den Spectator-Mode, dann kann ich das alles mal ein bisschen zeigen. Das hier kennt ihr, aber jetzt sind hier noch Iron Bars davor, das ist neu. Das hier unten solltet ihr ebenfalls kennen. Ich habe die Raumbeschriftung ein bisschen geändert. Die Räume haben jetzt ihre eigenen Nummern. Den Raum solltet ihr kennen. Den Raum solltet ihr kennen. Aber hier hinten wird es jetzt neu. Hier hinten ist erstmal so ein kleines Bücherlager drin. Nichts Besonderes. Hier hinten ist ein ganz normales Lager. Nichts Besonderes. Und das hier ist etwas ganz Besonderes. Und zwar ist es da. Und zwar ist das der Konferenzraum. Oder einer der Konferenzräume, die hier später existieren werden. Und zwar kommt man von hier aus. Hallo? So, kommt man von hier aus jetzt rein. So, und zwar hat man jetzt hier einen Tisch zur rechten Seite, wo ja, die ganzen Leute sich hier hinsetzen können. Ne, ich sitze jetzt, das muss man sich mal vorstellen. Ich sitze und die können hier jetzt über ja, Gott und die Welt reden. Dann gibt es hier ein wunderschönes Buffet. Mit Wein und Wasser und ganz vielen leckeren Speisen. Und hier hinten ist die Küche, wo alles zubereitet wird. Wie man sehen kann, ist hier auch ein wunderschönes Feuer, auf dem gekocht werden kann. Es stehen zwei Smoker und zwei ganz normale Öfen im Raum. Zwei Doppelkisten und ganz viele Barrels. Und wenn ich jetzt in den Spectator-Mode gehe, dann sehen wir, dass es hier oben auch dampft. Und zwar ziemlich groß. Das ist ein kleiner Trick. Und zwar ist hier einfach noch ein zweites. Nee, Quatsch, hier ist gar kein zweites Lagerfeuer drin. Hier habe ich sogar das hier unten benutzt, aber da ist ein Heuballen drunter. Genau. Das habe ich gemacht. Ja, und hier werden wir dann Schornstein einbauen. Vielleicht müssen wir hier noch ein zweites Lagerfeuer irgendwo reinsetzen, falls der Rauch nicht hoch genug geht. Aber das werden wir dann schauen. Ansonsten, ja, das ist die Küche. Und hier hinten geht es zu den Toiletten. Muss ja auch irgendwo sein, ne? Dann kann man hier jetzt schön sich auf den Thron setzen. Und ja, beim Pressen bitte tief Luft einatmen und wieder ausatmen, hoffentlich. So, dann geht es hier hinten weiter. Da gehen wir gleich runter. Und zwar, ja, hier ist nicht mehr besonders viel, aber hier kommt man dann wieder hoch. Selbes Häuschen wie dort hinten. Das hatten wir zusammen in der Folge gebaut. Mit dem Unterschied, dass hier eine Glocke dran ist, die ich gerade kaputt gemacht habe, weil ich wissen wollte, wie man sie bedient. Moment. Wie kann ich denn. Kann ich eine Glocke nicht? Aha. Okay, bei der geht das irgendwie nicht. Interessant. Vielleicht, weil Blöcke daneben dran sind. Ich habe keine Ahnung. Das geht auch nicht. Egal. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Jedenfalls, hier oben ist nichts Besonderes. Hier oben sind ein paar Glocken. Da kann man einen Alarm schlagen, falls Feinde gesichtet werden. Und ja, ansonsten geht es hier hinten runter. Da fehlen Blöcke. Das habe ich sofort gesehen. Und dann kommt man hier unten hin. Und hier unten sind noch weitere Gänge. Die möchte ich auch mal zeigen. Und zwar von diesem Raum hier aus. Genau. Und zwar. Hallo. Es hat kurz geleckt. Moment. Und zwar, hier hinten ist ja die Leiter, die runtergeht. Und wenn wir die Leiter weiter runter folgen, dann ist hier erstmal ein weiterer Raum. Und zwar ist das eine Kunstgalerie oder eine, ja, Lager für alte Kunstwerke. Und wenn wir hier weiter runtergehen. Dann ist hier ein Kamin und ja, dieser Gang. Und wenn wir hier in die Treppe hochgehen, dann landen wir wieder in der Kunstgalerie. Ist das nicht wundervoll?
Und hier hinten ist der Kamin. So, dann, ja, das, genau, das ist der Gang. Und wenn wir den Gang nach da folgen, dann ist jetzt mal Sackgasse. Aber wenn wir den Gang nach hier folgen, dann kommen wir dort raus, wo wir vorhin noch rausgekommen sind. Und zwar bei diesem Balkon. Von dem man aus auch Gegner sehr schön abschießen kann. Und die funktioniert auch nicht. Ach, man muss von vorne klicken. Das ist ja interessant. Okay, das wusste ich nicht. Ah, okay, ich verstehe. Alles klar, ich war nur zu doof, um die zu bedienen. Hier hinten geht es ebenfalls nochmal runter. Beziehungsweise für uns jetzt rauf. Und dann kommen wir hier heraus. Ne, hier hinten ging die Treppe runter. Das ist alles miteinander verknüpft. Und wenn wir in diesem Gang hier folgen, dieser Treppe hoch, dann kommen wir in diesen Flur hier rein. Hier ist noch nicht besonders viel, aber hier ist wieder der Konferenzraum. Ja, das ist, glaube ich, fast alles, was ich gebaut habe. Eine Sache möchte ich euch noch zeigen für die Leute, die immer noch dran sind. Die werden jetzt ein Secret, sehen. Und zwar ist das Secret genau hier. Wenn man hier nämlich heruntergeht, dann ist hier die Art Gallery. Und wenn ihr hinter diesem Bild, ne, dann sieht man da, da ist ein Geheimgang. Hinter anderen Bildern nicht, aber genau hinter diesem Bild in der Ecke ist ein Geheimgang hinter. Und ja, hier könnt ihr eure Liebsten einsperren und bis auf ihre Lebenstage hier drin verenden lassen. Das ist eigentlich nur ein Gefängnis und ansonsten kannst du deine wertvollen Items hier noch lagern. Er kommt da nicht dran, glaubt mir. Aber es ist einfach ein geheimer Raum und dann kommt man hier heraus. Zur Orientierung, hier unten ist der Ausgang der Höhle. Ja, das ist, glaube ich, soweit alles, was ich gebaut habe. Und wie gesagt, ich habe schon gesagt, dass, ja, wenn ich nicht aufnehme, bin ich irgendwie 100-mal produktiver, habe ich das Gefühl. Hier hinten wird die Mauer noch weitergehen. Hier unten ist relativ wenig momentan. Hier geht der Gang noch entlang. Ne? Von hier hinten, das haben wir auch schon gesehen. Und habe ich sonst noch was vergessen? Glaube ich, müsste alles gezeigt haben. Ich gehe noch mal ganz kurz in den Tauchmodus. Genau, hier in der Sackgasse. Ansonsten müsste ich, glaube ich, alles gezeigt haben, was ich gebaut habe. Ja, das habe ich alles gebaut und dann würde ich sagen, in dieser Folge war es, glaube ich, auch schon, was das Zeigen betrifft, dann schneide ich, glaube ich, die Timelapse, wie ich das gebaut habe, noch hier hinten dran. Könnt ihr sehen, müsst ihr nicht sehen. Aber ansonsten würde ich sagen, das war schon für diese Folge Crescent Castle. Dann wünsche ich noch viel Spaß mit der Timelapse und wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Macht's gut. Euer unsichtbarer, nicht mehr unsichtbarer J28 mit fehlendem Skin sagt euch ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.